Post! Einschreiben! Verlorer! Das ist ganz normal zu wehen, sagst du schon immer. Aha. Naja. Gut. Ein Einschreiben fehlt, Frau. Frau Badore? Ja. Einschreiben. Danke. Ja. Hören Sie, ich bin's. Ich habe so einen merkwürdigen Brief bekommen, so Erpresserbrief, glaube ich. Ja? Ja, schauen Sie sich den Brief doch bitte an. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja, machen wir. Ja. Sind Sie also, hä? Der große S, her damit! Wenn er es nicht ist. Ja, ist der Thorsten. Ich bin's. Es ist was passiert. Wir haben ein Problem. Erpressung. Hubschrauber. Gurke. Alles klar. Kein Problem. Wir kümmern uns dran. Anweisungen liegen beim Portier. Natürlich. Ich habe hier rausgefunden, dass die Köstlichkeit... Das ist was passiert im Schauspielhaus. Los geht's. Was soll denn das? Thorsten! Thorsten, ist doch schnell! Folge 1. Thorsten von Schiminski, wenn ich mich nicht irre. Franco Panzer. Ich glaube, Sie haben da was für uns. Ja.
Löwes. Ich habe aufgedeckt, dass die Konsistenz der Mathematik unbeweisbar ist. Es ist nie zu spät. Wenn sie kommen, kann sie jeden Zeitpunkt aussuchen. Sagt einem eben dieser Verstand, dass es so sein muss. Störe ich? In letzter Zeit seltener. Bedauerlicherweise wünscht Herr Wittgenstein, mich nicht mehr zu sehen. Es heißt, es kommt einer aus der Hauptstadt. Stern. Fräulein Hund! Fräulein Hund! Ja, da ist sie! Ja, Feini! Ja, Feini, komm! Ja, hier! Komm! Ja, nun mach doch mal! Na, was ist denn jetzt? Kommst du? Feini! Na, wird's heute noch? Ne, das ist aber schlecht. Das ist doch viel zu weit weg. Jetzt haben wir ein Problem, ne? Bisschen ein fauler Hund heute. Da müssen wir noch ein paar Schritte gehen. Ja, aber gut hast du das gemacht, ne? Hey, da bist du jetzt wieder, unsere Lieb. Du, was ist das? Alter! Eine Videokassette! Voll im Arsch! Wahnsinn! Ich werd verrückt. Wie hast du das gemacht, eh? Du bist ein Traumhund. Spitzenmäßig. Naja. Das müssen wir uns ansehen. Ja. Naja, das ist der alte Russentechnik. Funktioniert. Ja. Es gibt verschiedene Gödels, ne? Aber die verschiedenen Gödels sind wieder in sich verschieden. Weil ja, da gibt es den Gödel als Kind, das bist du. Dann gibt es den Gödel als jungen Mann, das bist du. Dann bist du Gödel, aber ich bin ich. Also, ne, das ist jetzt ein bisschen kompliziert gesagt, nicht sozusagen, aber ich bin ja das alte Ego. Ne? Also wir sind, du bist der abgespaltene Teil von mir. Genau. Du bist das, was ich nicht gelebt habe. Genau. Und wir zusammen bilden eine Einheit. Ich höre dich nicht mehr. Professor Kurt Gödel? Sind Sie auch von der Regierung? So kann man es ausdrücken. Aber Sie sind doch... Ich? Und das wundert mich? Ist das nicht vorüber? Ganz im Gegenteil. Ich werde dir Dinge sagen, die du natürlich schon weißt. Die Welt ist vernünftig. Aber sie enthält Fehler. Sie hat schadhafte Stellen. Risse. Ich denke, also bin ich. Ich agiere, also bin ich im Vordergrund. Ja, das können wir vielleicht sagen. Aber wir haben, kannst du dich erinnern, wir haben am Anfang der Proben haben wir eigentlich lang, also ich und auch wir alle haben wir lang herum überlegt, was ist diese alte Ego-Figur? Da haben wir lang überlegt. Und dann hat es geheißen, ja, die alte Ego-Figur ist sozusagen ein Abbild, hat es am Anfang geheißen. Nicht? Ein ziemlich genaues Abbild oder eine Kopie oder wie auch immer, des Gödel. Nicht? Und dann haben wir aber festgestellt, auch anhand des Textes, dass diese alte Ego-Figur zum Beispiel viel schärfer formuliert oder viel anders spricht auch. Und mit dem Gödel eigentlich ziemlich schon, sagen wir mal, fest oder streng umgeht. Was passiert jetzt mit mir? Nichts. Immer dieses Leben, nie ein anderes, immer nur das eine. Und alles, was du versäumt hast, bleibt versäumt und wird wieder versäumt. Und was du getan hast, tust du aufs Neue.
Ich bin ja immer nur der Ansicht, dass der Herr Kellmann den Gödel benutzt hat für seine Probleme auch. Dass das oft so, man weiß auch gar nicht, ist oft der Gödel bei unserer Figur auch, wenn wir da dabei stehen beim Kind, ist das jetzt der Vater oder ist das der ältere Gödel, ist das die Mutter oder ist das schon eine Vorreiterin vor der Adele, ist das, die Grenzen verschwimmen. Zeit ist wie ein Zugfahrer. Die Ereignisse sind die Stationen, an denen er hält. Aber egal wo du bist, die anderen Stationen, die gibt es noch, die verschwinden. Und der Zug fährt im Kreis. Jeder Moment ist für ihn. Aber dieser Gedanke von dem immer dasselbe und so weiter, der ist ein bisschen kurz gedacht, gehalten. Das glaube ich auch. Der ist schon ein bisschen kurz gehalten. Nicht? Und das geht halt in diese Sisyphus-Angelegenheit im Grunde und auch in Camus von mir aus. Nicht? Ja, aber also glaubst du nicht, dass das auftaucht, weil er der Gödel was falsch gemacht hat? Weil er keine Verantwortung oder weil er sich da nichts. Er hat das halt in die Welt gesetzt und hat aber keine Verantwortung dafür übernommen. Deswegen hat er sich angefangen zum Fürchten, weil er das nie bedacht hat. Deswegen sind die Geister erschienen. Liebst du mich denn gar nicht? Was hat das mit Liebe zu tun? Säge dir ein Kampffleisch. Schau, ich koste doch mal, ja? Hat sich der Gödel wirklich Gedanken gemacht über die Auswirkungen seiner Erfindung oder das, was er gefunden hat oder herausgefunden hat? Hat er sich jemals darüber Gedanken gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, da war er viel zu jung. Es ist eine zweischneidige Freude, der beste Logiker zu sein, nur um als Erster zu erkennen, dass man der Zweitbeste ist. Verlassen Sie ihn unverzüglich. Ich reise nicht gern. Hitler wird an die Macht kommen. Dann werden die Repressionen gegen uns Juden unerträglich. Ich bin kein Jude. Das hilft mir auch nichts. Ich kann ein Visum für die USA beschaffen. Ich bin Berater der Regierung. Hat sich der Einstein über das, was er herausgefunden hat, Gedanken gemacht, was das alles bewirken könnte? Ich glaube nicht. Das ist vollkommen. Ich verstehe nicht, wie die Amerikaner das verraten. Wie viele Bundesstaaten gibt es? Wen interessiert das? Sie interessiert das. Denn Sie wollen nicht hinausgeworfen werden und zurück nach Europa gehen. Oder nach Argentinien. Also, wie viele Staaten? Haben Sie dieses Zeug auch klären müssen? Nein, nicht. Na, da sehen Sie, der Staat der Gleichheit. Aber weil Sie so berühmt sind und noch dazu aussehen wie der Großvater, den jeder haben will, liegt nur an diesen Haaren. Die waren immer so, ich konnte sie nie kennen, keine Ahnung warum. Und daran, dass ich nie Socken trage. Das findet man lustig. Deswegen hält man mich für nett, aber ich bin nicht nett. Mit mir war noch jede Frau unglücklich. Der eine erfindet die Atombombe, der andere hilft, den Computer zu erfinden und beide zerstören. Leben. Beim Computer glaubt man das nicht. Aber jetzt zerstört Kommunikation. Der Einstein, der hat sich nicht um seine Kinder gekümmert. Der Einstein hat keine Socken getragen. Ich meine, gut, daran kann man sich ja gewöhnen. Einstein hat sich nicht im Keller versteckt. Oder Briefe geschrieben, ohne sie abzuschicken. Briefe. Briefe? Die man in 5000 Jahren lesen soll, um ihn vor dem Tod zu retten. Uns beide zu retten. Das habe ich ausdrücklich. Kurzi, du hast mein Leben genommen, als hätte es dir gehört. All das Gerede über hier Zeitreisen. Sag mal, kannst du mir ein Jahr zurückgeben? Oder auch nur einen Tag? Übrigens, Zeitreisen und wohin reisen? Ich möchte immer ein Requisit aus der Jetztzeit mitnehmen in die Vergangenheit. Zum Beispiel mir würde es wahnsinnig interessieren, wenn ich zum Beispiel römische Seeschlacht oder was und da vorne mal taucht und noch ein modernes Schlachtschiff auf. Und das, ja, aber das sind so Allmachtsfantasien. Ja, natürlich. Ja, das ist wie bei dem auch, der Yankee. Und ja, oder ein Winchester-Gewehr. Ja. Nur einmal ein Winchester-Gewehr irgendwo. Und dann, genau, und dann wirst du gleich zum Kaiser Nero gerufen, verstehst du? Und der sagt, was haben sie denn da? Was haben sie denn da? Ja, und dann müsst du aber Lateinisch reden. Dann.
Sie! Hierher, sofort! Wir befinden uns auf der Durchreise. Unsere Pässe sind gültig. Wir haben Transitvisa. Bitte lassen Sie uns zurück in den Zug. Gott, du sprichst Russisch. Ich bin jetzt 53 und mit 53, da ist es schon so, dass man das Alter schon, also diesen Verfall schon manchmal als furchtbar wahrnimmt. Gell? Wissen Sie, mein Mann ist überhaupt nicht herzkrank. Der Doktor sagt, es fehlt ihm gar nichts, er ist nur zu wenig. Das muss er ja sagen. Also, ich ersuche Sie, die Kompendien zu konsultieren und mich und meine Gattin Adele Gödel, geborene Borkert, zu einem Datum, da der Verfall meiner geistigen und physischen Kräfte nicht zu weit fortgeschritten ist, am besten etwa 10 Jahre vor heutigem Datum, abzuholen und in eine medizinisch fortgeschrittene Epoche zu befördern. Jo, das ist das eine. Ich bin ja auch 53. Du ich bin auch. Ja dein alter Ego. Genau, wir sind gleich. Wir kennen uns ja auch schon 14 Jahre. Wir kennen Jahre. Uns ja schon. Wir kennen uns einen vollen Durchlauf. Also die 14 ist der ganze Durchlauf, sagt man. Es gibt genau. Ja auch 14 Kreuzbergstationen, das ist die Vollendung. Die doppelte 7 ist einmal die Amplitude nach oben und einmal nach unten. Und solange kennen wir uns, jetzt haben wir 53, 5 und 8, 35, 8, 8 ist das ewig, der O-Roboter, das ewig sich wiederholende. Also natürlich spürt man da was, weil man einmal schon fertig ist. Denkst du, was ich denke? Ich glaube, ja. Unwahrscheinlich verdächtig. Der hat so ein Schlingelgesicht. Ja. Verhör. Aber sicher. Hast du gesehen, wie er geblinzelt hat? Wer glauben Sie, ist hier der Good Cop und wer ist der Bad Cop? Wer ist der Good Cop und wer ist der Bad Cop? Sie und der andere ist der Good Bad. Good Bad. Good Bad. Was ist das genau? Oh, Franke, was machst du hier auf mir? Reißen Sie sich zusammen. Haben wir uns verstanden? Offensichtlich wissen Sie nicht, wie man sich an einem Verhör benimmt. Entschuldigung, ich weiß nicht, was geht, warum. Erzählen Sie mal ein bisschen. Geister Princeton, nichts wissen. Gute, viele Kalte, gute Wodka. Ja. Und gute, nette Kollege. Ja. Ich war nicht. Der Trick ist alt. Wie? Ich war doch. Nein, ich war nicht. Ich war nichts gemacht. Aha. So, so. Und das sollen wir Ihnen glauben? Ja? Nein, verstehen Sie ihn nicht. Aha. Er meint das nicht so, wenn er das also... Muss doch mal ein bisschen ruhiger sein. Lass dich Leuten. Zusammen. Wenn ich verhöre, verhöre ich. Entschuldigung. Also immer raus mit der Sprache, ne? Also, in Geister von Princeton geht es darum, von einem Mann, der eine Zeit erfunden hat, beziehungsweise eine Mathematik, die man nicht beweisen kann. Und das hat er bewiesen, dass man es nicht beweisen kann. Und wir beweisen, dass ein Beweis ist. Und dass man in der Zeit reisen kann und doch nicht, weil wir ja doch nur ein Dreiviertelstunden spielen. Und also deswegen können wir nicht wirklich beweisen, dass die Zeit relativ ist, aber es ist relativ lang, wenn man die Zeit nimmt, die man braucht, um die Zeit zu spielen. Aha, das sind also mehrere. Ja, mehr oder weniger mehrere, ja. Unterschiedliche Gleiche? Sind es unterschiedliche Gleiche oder Variablen? Gleichheit in der Variable durch den Schnitt von der Pi. Oder ersetzbar, das ist ein großer Unterschied. Ja, genau. Austauschbar oder ersetzbar. Besetzbar, aber nicht austauschbar. Aber wie jetzt genau? Ist das jetzt von heute oder von gestern oder ist das jetzt schon morgen oder jetzt zurück wieder?
Zukunft und rückwärts ist gleich immer. Aha. Also heute ist morgen von gestern. Heute ist morgen von gestern und übermorgen von vorgestern. Ja, verstehe ich, ja. Ja. Aha. Und sind Sie auch schon mal zurück? Also sind Sie heute schon mal gestern gewesen? Ich war auf Klo. Können Sie auch gleichzeitig heute und morgen sein? Also rein mathematisch. Ich kann praktisch gestern, morgen, heute praktisch sein, bin aber pleite. Und wie fühlt sich eine Zeitreise an, wenn man dann zurück ist? Lang. Waren Sie schon einmal in Moskau? Omsk? Ulaanbaatar? Kreishauptstadt? Provinzhauptstadt? Keiner war in Moskau. Ulaanbaatar fast, Minsk. Es gibt einen Regisseur, heißt Minsk. Sie waren nur immer im Hier und Jetzt? Außer ich war in gestern und vorgestern. Sehr interessant. Wie spät ist es? Zu spät. Wie spät war es gestern um eine andere Uhrzeit? Zu früh. Wie spät wird es morgen sein, in 5 Jahren? Viel zu spät. Warum die weißen Anzüge? Weil zu stark gewaschen mit Westwaschmittel. Hat er wirklich immer den gleichen Anzug getragen? Oder ist es eine theatrale Überspitzung? Oder Vereinfachung? Das ist theatralisch-dramaturgische Überspitzung. Ist es, weil er eifersüchtig war auf Einsteins Haare? Nein, eifersüchtig auf Brust von seiner Frau. Hat Adele Borgert ihm tatsächlich Zeichen gegeben mit dem Kranich im Garten? Selbstverständlich, und wir haben geguckt mit Feldstecher. Und wie ist das jetzt mit den Socken von Einstein? Hat er keine oder trägt er nur keine? Ja, erzählen Sie, hat er wirklich nie Socken getragen. Hat der Einstein wirklich nie Socken getragen? Keine Socken? Nie? Never. Socken? Hat auch nicht gestunken? Bei mir stinkt das immer grausam. Also wenn ich zu lange Socken anhabe, in diversen Schuhen, also nicht bei allen gleich, aber bei vielen Schuhen. Aha. Sie entschuldigen ihn. Hat Einstein Socken getragen oder nicht? Nie oder oft? Selten. Manchmal. Kreuzen Sie einfach an. Hat immer nur ein Paar getragen, bis sich aufgelöst hat von Schweiß. Keine weiteren Fragen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Niet. Also, ich weiß, so weit, so gut, dann würde ich mal sagen. Gut. Nein, es war schön, Sie heute hier bei uns zu Gast gehabt haben zu dürfen. Ich hoffe, wir müssen uns nicht wiedersehen. Na, was haben sich denn die beiden Herrchen da wieder gedacht? Den ganzen Tag faulenzen im Büro? Denn ein bisschen Action. Naja, zugegeben, der Ausflug mit dem Motorrad, der war ganz nett, war. Aber denn, der große S ruft an, wir springen. Die große B hat ein Problem. Ah, mit ihren Jödels hat das irgendwas zu tun. Da wird sie erpresst. An die Jödels suchen und beobachten. Im Notfall verteidigen. Mit unserem Leben. Das ist unser Auftrag. Nee. Naja, gefunden Heik sie ja dann wieder und festgestellt, dass denn doch nichts ist und die ganze Geschichte bestimmt nur ein Ablenkungsmanöver war. Ich glaube ja, da steckt mehr dahinter. Aber wenn die Bienen glauben, das Ding wäre jetzt gelöst. Na bitte, fahren wir zurück ins Büro. Ah, wenn Sie mich fragen, das hier, das war nur der Anfang. Ruff!